Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Hightail News Video, meine lieben Freunde. Im heutigen Video gibt es eine Menge Neuigkeiten, da gestern ein neuer Blogpost veröffentlicht wurde, in dem es in erster Linie um die Servertechnologie von Hightail und um den Client selbst geht. Und zusätzlich wurde eine super geheime Seite gefunden. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Fangen wir doch erstmal mit der Technik von Hightail an. In dem Blogpost wird unter anderem endlich verraten, mit welcher Programmiersprache Serverbetreiber arbeiten müssen. Und wer hätte es gedacht, meine Lieben, es ist Java. Der Client hingegen läuft auf C#. Ein Statement, warum man sich für diese beiden Programmiersprachen entschieden hat, ist auch indirekt dabei. Zum einen ist Hypixel Studios bekannt, dass viele Leute aus ihrer Community durch Minecraft schon mit Java in Berührung gekommen sind. Und deshalb haben sie sich dazu entschieden, dass sie eine Möglichkeit bieten wollen, dass man sich nicht etwas komplett Neues aneignen muss. Zum anderen hat das eigene Team über die letzten 6 Jahre viel Erfahrung im Bereich Java-Programmierung und Performance gesammelt. Sie verdeutlichen auch nochmal in dem Post, dass sie stark darauf geachtet haben, den Servercode so gut es geht zu optimieren, und kurzzeitig ist auch die Sprache von Hochleistungs-Java. Zusätzlich soll C# beim Client noch ein paar Leistungsvorteile mit sich bringen und wir können jetzt am Ende gespannt sein, wie die Performance in der ersten Beta von Hightail letzten Endes aussehen wird. Eine Sache solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Es handelt sich hier um Leute, die den mit Abstand größten Minecraft-Server der Welt betrieben haben. Und ich denke, die werden auf jeden Fall das nötige Know-how mitbringen, um da wirklich Optimierung und Performance am Ende zu zeigen. Als nächstes gehen sie nochmal genauer auf die Servertechnologie ein und erwähnen, dass diese als gemeinsame Quelle bereitgestellt wird, sodass jeder den Servercode lesen kann. Der Spielclient jedoch wird geschlossen, um Serverbenutzern und Spielern eine gemeinsame Basis zu bieten, die gleichzeitig zuverlässige Erfahrungen liefert und vor Betrug schützt. Modern soll zusätzlich eine gemeinsame Grundlage zur Verfügung stehen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Server eine modifizierte Version des Spiels aufführen können, die auf einem Client basiert, der für alle Spieler gleich ist. Um das mal ganz kurz ein bisschen so am Rande zu erklären, das heißt, ihr benötigt nicht wie in Minecraft zum Beispiel einen Technik-Launcher oder einen Feed-the-Beast-Launcher, sondern ihr benutzt alle den gleichen und selben Client. Des Weiteren fügen sie hinzu, dass sie möchten, dass ihr die Spieler auf dem aufbauen könnt, woran sie arbeiten, aber sie nicht erwarten, dass ihr die Community ihre Arbeit erledigt. Zum Schluss schreiben sie noch, dass so gewährleistet ist, dass jeder Server die Vision seines Erstellers darstellt, da Serverbetreiber eine konsistente Plattform haben, auf die sie aufbauen können. Bedeutet im Umkehrschluss für euch quasi, es ist ziemlich einfach, zwischen Servern hin und her zu switchen, weil der Client die benötigten Dinge, die er braucht, um auf dem Server zu spielen, also die Inhalte, direkt runterlädt. Das ist doch mal geil, oder? Als nächstes bekommen wir anhand eines Screenshots Einsicht in den Serverbrowser. Hier soll die Möglichkeit bestehen, Server nach Spieltypen wie zum Beispiel Abenteuermodus, Minispiele, Koop oder Wettkampf oder auch vielen weiteren Möglichkeiten wie zum Beispiel der Sprache zu sortieren. Mit einem Tagging-System können die Server die Inhaltstypen angeben. Das heißt, ihr könnt ganz einfach genau die Server rausfiltern, auf denen ihr Bock habt zu spielen. Wenn ihr sagt, ey, ich hab Bock auf einen Minigames-Server zu spielen, zack, stellt ihr das mal eben schnell im Filter ein und dann werden euch nur Minispiel-Server angezeigt. Ist auch eine ziemlich coole Sache. Sie erwähnen aber auch nochmal explizit, dass der Server-Browser aktiv moderiert wird und alle Serverbetreiber von großen bis zu kleinen Community-Server sich an die Servicebedingungen halten müssen. Das heißt, da wird auf jeden Fall jemand hinter sitzen, der sagt, yo, hier, der hält sich nicht an unsere Service-Guidelines. Den schmeißen wir raus. Als nächstes gehen wir auf den Punkt gemeinsam mit Freunden spielen ein. Und hier gibt es wohl eine super erfreuliche Nachricht für die Leute, die sagen, hey, ich habe gar keinen Bock mehr, eigentlich einen Server zu kaufen, um mit meinem Kollegen zusammenspielen zu können, so wie das zum Beispiel in Minecraft aktuell der Fall ist. Denn die Entwickler von Hightail haben ein System umgesetzt, dass ihr ähnlich wie in Steam eine Freundesliste habt. Und wenn jetzt ein Freund von euch zum Beispiel auf einem Server spielt, könnt ihr einfach Rechtsklick auf ihn machen und dann dem Spiel nachjoinen. Oder wenn ihr jetzt sagt, hey, ich hab Bock, ich mache mir jetzt mal eine eigene Abenteuermoduswelt auf, macht ihr die auf, spielt und wenn euer Freund online kommt und ihr seid beide mit dem Internet verbunden, kann er auch einfach nachjoinen. Das heißt, ihr braucht keine Server mehr, um zusammen zu spielen. Und das Ganze wollen die so technisch gestalten, dass ihr auch keine Einstellungen am Router
Computer vornehmen müsst, irgendwelche komplizierten Dinge einstellen. Das soll wirklich ganz einfach von der Hand gehen. Und das erwähnen sie auch wirklich explizit nochmal in diesem Post, dass sie sich da sehr viel Mühe geben, dass das Ganze so einfach wie nur möglich funktioniert. Als Schlusswort schreiben sie auch nochmal Folgendes. Wir haben alles, was wir in mehr als 6 Jahren des Laufens von Spielservern für Millionen von Spielern gelernt haben, in die Servertechnologie von Hytale fließen lassen. Unser Ziel ist es, letztendlich Lösungen für all die Schwierigkeiten zu implementieren, mit denen wir in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Community und setzen uns dafür ein, dass wir ihre Anforderungen und Ideen berücksichtigen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zuversichtlich. Und das war auch eigentlich schon alles, was in diesem Technik-Blogpost drinne stand. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu dieser super geheimen Seite, die gefunden wurde. Und zwar gibt es nämlich im Trailer eine Szene, wo dieses Live-Scripting kurz angeteasert wird. Und da seht ihr einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm steht der Link zu einer super geheimen Seite. Also der Name Super Secret Page ist auch schon in dieser Domain vorhanden. Und ich würde sagen, ich packe euch den Link zu dieser Seite mal einfach unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da drauf gehen. Ich möchte das jetzt hier nicht im Video irgendwie zeigen oder euch irgendwas spoilern. Am besten guckt ihr es euch einfach selber an und dann seht ihr, was euch auf dieser super geheimen Seite erwartet. Damit sind wir auch schon mit den heutigen News durch. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt von meinen Hytale News, dann könnt ihr natürlich gerne überlegen, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr auch immer wirklich Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.